Moin, herzlich willkommen zurück zu einer Dienstagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch, Vierfach-Map 2.9 ohne Gräben. Ja, ich bin dabei, die Produktion am Laufen zu halten. Nebenbei laufen unsere beiden Big M's auf Feld 11 und auf Feld 16 und produzieren fleißig. Produzieren ganz fleißig. Was wollte ich denn jetzt sagen? Was produzieren die denn nochmal? Pressen Silageballen. Mähen. Und pressen gleichzeitig Silageballen. So. Hier läuft die Produktion erstmal wieder. Och, ich habe hier so viele Paletten. Ich komme gar nicht dazu, die alle wegzufahren. Das ist unfassbar. Wahrscheinlich komme ich auch nicht mal dazu, hier das ganze Holz hinzustellen. Naja, doch, geht gerade. Zwei Paletten können noch. Dann sollen wir wieder auf normale Paletten umstellen. Autoload anmachen. Da ist noch nicht voll. Aber bald. Mal weiter produziert werden, ohne dass wir uns davon irgendwie bekloppt machen lassen müssen. Ja, die haben auch noch genug Platz. Und hier kann ich dann irgendwann mal herkommen und die abholen, die Paletten, und verteilen. Weiter geht's. Wo stehen die anderen Fahrzeuge? Wollte ich nicht. Oha, der ist voll. Da können wir auch mal gucken. Ich will hier jetzt nur mal eben das Autoload aktivieren, mehr will ich da gar nicht machen. So. Nur dass da erstmal die Produktion weitergehen kann. Darum geht's mir erstmal. Nein? So. Und ich kaufe jetzt einfach noch einen Anhänger. Das nützt nichts.
Den wollte ich zwar nicht haben, aber den daneben, den wollte ich auch nicht haben. Doch, den daneben wollen. Einfach. Gut, fahren wir mal zum Händler. Und wo wollten wir dann hin? Achso, dann wollten wir anfangen, Ballen zu sammeln. Hab ich da drauf gedrückt. Da wollte ich da drauf drücken. Erstmal mehr als genug mit zu tun. Die nächsten 37 Folgen. Apropos 37 Folgen. Heute 12 Uhr. Zweite Folge Let's Fly Explain 11. Mein neues Projekt hier bei YouTube auf dem Kanal. Und ja. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und zuguckt. Ja. Kommt immer donnerstags, freitags, ach Quatsch, dienstags, donnerstags, samstags, sonntags, jeweils 12 Uhr eine Folge. Mal gucken. Sehr spaßig, sehr interessant. Das Feld muss ich mich auch unbedingt mal kümmern, dass das mal entweder platt gemacht wird oder was auch immer. Kann ich eigentlich eine kleine Wiese von machen, ne? Noch Gras ansehen. Da backt immer noch eine Palette in der Wiese. Unfassbar. So, und jetzt kommen wir hier an, wo hier 3 Millionen Ballen auf der Wiese sind. Da passt schon einiges drauf, ne? Diese Kombination. Theoretisch könnte ich hier eigentlich sogar mit 2 Anhängern fahren, ne? Ist ja Privatgelände. Komm mal in die Hufe da. Mach mal hin. Weil du eine große Landmaschine fährst, meinst du, kannst du langsam arbeiten, oder was? Das läuft nicht, mein Freund. Das läuft nicht. Aber ich lasse ihn hier jetzt eh gleich in Ruhe arbeiten. Jetzt hier die paar Ballen weg habe. Dann fahre ich an die langen Strecken.
wohl dann da die Ballen? Und wie ihr seht, bin ich auch noch ein Strohball. Auch süß. Macht aber nichts. Kann man mitnehmen. Und alles zusammen abgeben. Da muss ich gleich vor allem meine ganzen Strohballen, die da rechts liegen, muss ich gleich alle umpacken nach links. Oh nee. Wo ist denn hier dann der Abladetrigger? Hier mittendrin schon? Oder wo ist der? Gleich da vorne ist der. Aha. Ich mir da erstmal hier angucken. Ballenlager. Ball neu. Ja, dann holen wir doch jetzt erstmal eben hier die... verteilen hier die Strohballen mal richtig. Wo wir dann... das erstmal machen. Erstmal die hier wegholen, weil die liegen ja nun da bestimmt voll im Weg. Ihr hört's. Die Zeit neigt sich dem Ende. Und oh. Ist denn hier vorne auch? Ah, hier ist überall Trigger, okay. Super. Das ist ja schön. Das ist cool gemacht. Danke, Fed. Toll. Toll gemacht. Es
Also ja, auch ich kann hier ganz dicht dran vorbeifahren. Wahrscheinlich. So machen. Hier werden dann die Rundballen schön aufgestapelt. Cool. Coole Nummer. Echt. Ja, wie es hier weitergeht, ne, das seht ihr in der nächsten Folge morgen. Wie gesagt, schaut nachher mal rein. 12 Uhr Let's Fly X-Plane 11. Also die aktuelle Version. Und ja, Freitag, Samstag wird es wieder Multiplayer-Livestreams geben. Und ich bedanke mich bei euch. Freue mich über jeden Kommentar, jedes Like, jedes Abo. Und sag jetzt mal ciao.